Achso, okay. Ich weiß aber noch nicht so richtig, worum es in diesem Spiel geht. Aber wir können Sachen looten. Oh, ein Teller, den hätte ich gestern gebraucht. So, wo ist der Tempel der Waldgötter? Ich muss da... Was ist denn Haridium jetzt? Schrott. Boah, das macht mich fertig. Also, Sprühkäse? Warte, hier steht zigtausend Waffen und ich kann nicht eine mitnehmen. Warum nicht? Oh, Mann. Thema Sprühkäse. Ich hatte gestern irgendwie gelesen, was das amerikanischste, was sonst keiner versteht. Und da wurde... Oh, warte mal, ich kann schlafen? Wie lange denn? Bis zur Mittagsstunde? Heile ich mich da voll? Ich habe keine Ahnung, ob es gerade Mittag ist, ne? Aber anscheinend ist das im Spiel auch egal, wie die Zeit vergeht, ne? Und auf jeden Fall, anscheinend ist Sprühkäse so ein Ami-Ding. Ich habe persönlich noch nie welchen gesehen. Und das Kommentar der... Geld? Achso, alles Geld. Das Kommentar der anwesenden Amerikaner im Kommentar-Thread war auch so, ja, ich kenne auch niemanden, der das isst. Das wird irgendwie größtenteils von irgendwelchen Leuten benutzt, die damit ihren Hund oder so das aufsetzen. Also das benutzt auch keiner unironisch, das Zeug. So, ich kann doch jetzt das Schwert tragen, oder? Aber habe ich mich vorhin verguckt bei den Werten. Genau, oh, ich hätte sogar einen weniger nehmen können. So, dann kann ich doch auch den Bogen, den besseren, kann ich doch jetzt auch tragen, ne? Genau. Also ich muss mal gucken, ob ich hinterher irgendwie nochmal respecken kann. Weil ich level jetzt erstmal die paar Attributpunkte, die ich habe. Ich würde ja, das ist... Also ich habe mir eigentlich gerade mir so in den Kopf gesetzt, dass ich vielleicht doch mal auf Magie spiele. Aber ich habe schon wieder Plasma-Munition gesehen. Und die war hardcore overpowered im Vorgänger. Billy Idol? Was? Irgendwie kann ich ja alles klauen, oder? Das stört irgendwie absolut niemanden. Finde? Mit dir rede ich gleich. Ich muss hier noch dieses Lager überfallen. Warum steht dieses Lager eigentlich nicht bei Weltenherz rum? Goldener Teller. Zweifel an deinem Verstand. Ich ignoriere das einfach mal. Muss ich das verstehen? Werde ich gleich angeredet mit... Hier sind einige Dinge verschwunden und wir haben dich im Verdacht. Oh, Mann. Drawak? Mission, Billy Idol Konzert. Warum ist das Billy Idol Konzert? Hier geht's wohl zu gut. Okay, dann schleiche ich halt. Kann ich schneller looten, wenn ich schleiche? Nee, nicht wirklich, oder? Allgemeines Gegenmittel. Allgemeines Gegenmittel ist richtig gut. Das hab ich jetzt grad. Hör auf damit. Warum sollte ich? Das bringt mir offensichtlich keine Nachteile. Ich werde reich. Land durchstreifen mit dem lila Zeug infizieren. Das lila Zeug, Alter, das ist ein dunkles Annex. Das steht in der Beschreibung dran, Kinders. Wir schaffen auch das. Puh. Ruhe. Teller. Warum haben die denn hier Teller in den Kisten? Was ist denn das denn noch? Hä? Bild. Okay. Bild eines Mädchens. Wie Kinder es wohl in diesem Spiel gibt. So, hier, was haben wir denn jetzt gerade alles erlootet? Ich habe noch eine Axt gefunden, die ich leider nicht tragen kann, weil sie 45 Stärken braucht. Und sie macht weniger Damage, was mein Ding ist. Geschützmunition für die Geschütze der Outlaws, kleine Spieler für die Harpunen, Pfeile, Bob Bob. Wir haben noch keine Rüstung, was macht man hier noch? 5 Stärke und 10 plus maximale Gesundheit. Ob ich noch zusätzliche Slots irgendwie leveln kann? Ne, ich habe ja Spezialisierung. Okay, also ich kann aber nur einen davon mal reinnehmen, ne? Okay, gut. Alex sagt, der ist jetzt da. Naja, jetzt gerade nicht. Und ich habe noch weitere Stims. Na gut, dann reden wir doch mal mit Drawak. Alles klar bei dir? Als die Morkons uns überrannten, dachte ich schon, es wäre alles aus. Du hast es überlebt. Ja, aber es war mehr als knapp. Das nächste Mal müssen wir besser aufpassen. Kaya hat uns angewiesen, weniger zu saufen und unsere Sinne zu schärfen. Gerade hier draußen kann ein Augenblick der Unachtsamkeit tödlich sein. Viel Erfolg. Danke. Aha, hier draußen kann ein... Es ist ein Moment der Unachtsamkeit. Das ist schön. Vor allem hatten es angeordnet, weniger zu saufen. Das war euch vorher nicht klar. Weißt du, die sind hier am Einsatz. Vor allem, wo haben sie eigentlich diese funktionierenden Gasbuddeln her? Also, irgendwie ist hier ein wilder Mix aus Postapokalypse und Post-Postapokalypse-Gegenständen. Also auf der einen Seite haben die halt irgendwie funktionierende Gasflaschen und auf der anderen Seite haben sie halt diese Fässer hier. Na gut, wahrscheinlich handeln sie die mit den Tempeln, oder? Die haben ja irgendwie so halbwegs noch Hochtechnologie. Wo kann ich eigentlich an so ein Lagerfeuer rasten und bringen? Halte mich das dann voll? Oder kann ich hier nur kochen dran? Ah, ich kann dran kochen. Okay, also ich kann zumindest... Wenn ich das hier klicke...
Also du musst zwar immer noch diesen dummen Bolzen, Setzerbrot, du musst immer noch darauf warten, dass dieser dumme Balken einmal durchballert, aber du kannst zumindest, sobald es dann einmal passiert ist, ist es dann noch fertig. Weiß nicht, richtig mit Klopapier, ob ich Schulgang habe, da ich Klopapier brauche. Du hast das wirklich schon mal im Rewe gesehen, die Sprühkäse? Ich habe den echt, glaube ich, noch nie in echt gesehen. Oh, er ist mir aber nicht bewusst. Wahrscheinlich rennt man dran vorbei, man sieht es bloß nicht. Hallo, Finlay. Ich muss ja gedrückt halten. Du scheinst noch sehr jung zu sein für den Job eines Kriegers. Was? Das sieht aus wie bitte 30. Mag sein, dass ich noch nicht alles drauf habe wie die alten Hasen. Doch ich bin ein guter Schüler. Und Kaya ist eine gute Lehrerin. Ja, das ist sie. Sie hat mir schon sehr viel beigebracht. Ich bin sehr stolz, dass ich neben ihr meinen Dienst verrichten darf. Ah ja, okay. Ihren Dienst verrichten, na gut. So, wir suchen doch hier unseren Sohn Fri. Wo ist er eigentlich, oder Dex? Ist der da drüben? Ich meine, da drüben ist ein Kind. Ja, aber das ist... Warte, wir haben einmal diese Riesenbude hier. Und dann haben wir... Mach das rüber? Schön, dass es auch anfängt, diesen Vorsichtszaun zu spielen. Oh, kann ich Ratten töten? Ha! Was? Zerstörung schwach gestiegen? Warum denn? Was spricht denn dagegen, Ratten zu töten? Also. Okay, das ist extrem irritierend, dass ich keine Trash-Mobs jagen darf, weil ich dadurch Zerstörung kriege. Meine. What? Steht das hier eigentlich irgendwo im Profil? Attribute, Fähigkeiten. Habe ich. Nee, Fähigkeiten muss ich ja kaufen, ne? Ich habe gerade Handwerk gelernt, na, immerhin. Ich bin ein Abtrünniger. Ich habe noch einen Lernpunkt übrigens. Ich habe kein Geld, um überhaupt was zu lernen. Ja, okay, kann ich das? Also. Aha, da steht's ja. Ich bin neutral und das da ist. Brose und. Ich habe keine Ahnung, was dieses Bild ist. Muss auf 8 mal super aus, dann haben viele Läden so Aktionen. Meint ihr, was gesehen? Ach so. So, guck mal, jetzt haben wir jetzt einen neuen Bogen. Oh, man, 30 Erfahrungspunkte. Für die junge Glutfliege. Okay, es ist nicht wirklich schneller, auf dem Boden lang zu fliegen. So, okay. Lerne ich jetzt Schwert 1, ist die Frage, oder ist das verschwendete Punkte? Auf jeden Fall haben wir hier schon mal gebratenes Flügelfleisch und sonst nichts. So, ich nehme an, das da ist Dex. Ah ja, so hässlich kann es sonst keiner sein, ne? Das da ist dann Aska! Auto, Gegenmittel. Guck mal, noch ein Bild. Was soll das darstellen? Bild eines. Ja, natürlich, das ist ein Löwe! Ich glaube, dass ich das Zeichen, dass ich nicht bereit bin für Kinder. Ich kann diese Begeisterung nicht für irgendwelche komischen gemalten Bilder faken, ne? Wenn ich kenne es selber auch nicht malen, das macht es halt schwierig irgendwie. Oh. Das gibt ein. Das war wohl nichts. Ach, das ist wieder das System, ne? Hä? Ha! Aber wie ist dieses System nicht besser geworden? Hey, ein kleiner grüner Stein. Bonuserfahrung für Monster. Okay, wie kann ich den einsetzen? Oder kann ich den kleinen grünen Stein einfach... Ist das hier das Sockelzeug? Nee. Also ich muss den... Die Sockel muss ich schon sagen. Was ist Spezialisierung denn? Habe ich bestimmt noch nichts, oder? Nee. Was kann ich noch... Kann ich noch Comic... Wo auch immer die Comic-Heftchen herkommen? Clown? Hallo, Aska! Jax, gut, dass du da bist. Kaya und der Kleine hatten sich schon Sorgen gemacht. Wie geht es meinem Sohn? Alter... Wie geht es meinem Sohn? Nun, du siehst es ja. Er verkraftet die vergangenen Ereignisse überraschend gut. Jedoch ist das alles natürlich ein wenig zu viel für einen Jungen in seinem Alter. Er sollte gar nicht hier sein. Nun, seine Mutter wollte ihn unbedingt bei sich haben. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Ja, ja, das ist ja total toll. Also ich verkraftet er wahrscheinlich jetzt die traumatischen Ereignisse, super. Ich dachte, die großen Albträume und das ganze Trauma kommt erst ein paar Jahre später. Ja, Kaya hat dir die Aufsicht überlassen. Kaya hat dir die Aufsicht über unser Kind überlassen. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich weiß ja, dass ihr beiden immer viel zu tun habt.
Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Okay, und wie kam es denn zu diesem Kind? Weil, also ist das ein Wunschkind oder war das auf einmal da? Und die haben sich halt so gedacht, naja, wir sind halt beide wie busy mit Weltretten. Aber komm, so ein Kind passt doch noch rein in die ganze Geschichte. What? Ja, ja, ich bringe das in die nahegelegene Bastion, wo der Oberbösewicht vom letzten Teil herrscht. Ich bringe den Jungen in die nahegelegene Bastion. Kaya und ich sind uns einig, dass es unter den momentanen Umständen das Beste für ihn ist. Das klingt gut. Dann bist du also jetzt für den Jungen verantwortlich. Die Bastion im Norden, nicht wahr? Die alte Ruine, die dieser Dawkins bezogen hat? Jeder außer mir scheint zu wissen, wer der alte Mann ist und was er vorhat. Nun, du warst offenbar einige Zeit anderweitig unterwegs. Offenbar. Ich werde mich sofort auf den Weg zur Bastion machen und dort alles vorbereiten. Erlaubt es das vor uns? Seid vorsichtig. Wir sehen uns in der Bastion. Oh, kommt jetzt der Mini-God of War-Moment? Ich habe jetzt so einen bei. Das ist aber auch hässlich, ne? Also ich kriege anscheinend Abzugspunkte dafür, wenn ich kleine Tiere töte. Was mich nicht davon abhält, das zu tun. Ach, warum? Ich meine, what? Also, das ist... So, oh, guck mal, ein Teleporter. So habe ich echt ein bisschen Probleme, damit irgendwelche Viecher zu jagen, wenn ich dann das jedes Mal mit so eine Nachricht bekomme, dein Karma-Wert ist gesunken. Das war nicht gut. Diese Bank hier sieht übrigens noch hervorragend aus. So, dafür, dass die ewig alt ist? Weil die Viecher dich nicht angreifen, meine ich. Also muss ich die erst provozieren, oder was? Muss ich sie erst irgendwie ein paar gut gezielte Beleidigungen werfen, damit sie mich angreifen, dann geht's los, oder was? So, hallo Dex, du altes Haus. Grüß dich. Man sagte mir, die Morkons seien böse Menschen. Stimmt das, ah, Vater? Wo hast du das denn gehört? Mutter sagt, sie wären einfach so in unser Lager am Weltenherz eingefallen und haben viele von uns getötet. Es war schrecklich. Warum tun die Morkons so etwas, Vater? Das ist etwas kompliziert zu erklären. Echt? Ist es? Das verstehe ich nicht. Nur böse Menschen tun sowas. Oder etwa nicht. Das ist nicht irgendwie eine Komplexität, die man durchaus erklären kann? Die Morkons folgen ihrer Region. Wir werden dafür sorgen, dass wir es nicht wir will. Ein Kind in deinem Alter sollte sowas gar nicht sehen. Ich nehme mal das da, die folgen ihrer Religion. Das geht bestimmt mega schief, wie ich das sage, oder? Die Morkons folgen ihrer Religion. Ein Glaube der Dunkelheit und Selbstzerstörung. Das gibt ihnen aber nicht das Recht, einfach so andere Menschen zu töten, oder? Nein, natürlich nicht. Es waren nur einige von ihnen. Bestimmt sind nicht alle Morkons so. Dann waren das also gar keine richtigen Morkons? Ja, aber ich schätze, dass die Truppe, die das Weltenherz angegriffen hat, auf eigene Faust gearbeitet hat. Was? Du hast recht, Vater. Es ist wirklich etwas kompliziert. Also das war jetzt irgendwie zerstört. Also es war von. Also weil ich das Kind nicht angelogen habe, war das nicht so an sich gut. Aber dem Kind hat das gefallen, weil ich ihm reinen Wein eingeschenkt habe. Naja, immerhin diffizil diese Entscheidung, ne? Was machst du gerade? Was machst du gerade? Mutter sagt, ich soll hier warten, bis sie mit ihrer Arbeit fertig ist. Was? Aber das dauert schon ziemlich lange. Können wir nicht woanders hingehen? Vermutlich wäre das das Beste. Du bist hier draußen nicht sicher. Mutter, vor allem, wenn sie mit der Arbeit fertig ist, das ist ja nicht so, als würde die Akten bearbeiten für die Kapitolversicherung. Die ist auf der Jagd. Also vor allen Dingen, irgendwie so die Möglichkeit, dass sie dabei drauf geht, ist das irgendwie auch irgendwie unbekannt, oder? Komm mit, ich bringe dich hier weg. Komm mit mir, ich bringe dich hier weg. Wirklich? Ich muss hier nicht mehr warten? Ich bring dich in die Bastion im Norden. Oh ja, die wollte ich mir immer schon mal ansehen. Aska sagt, da gäbe es Geister. Ja, ach so. So etwas erzählt er dir? Ich glaube, darüber sprechen wir nochmal. Na klar, ich liebe Geister. Was ist das hier? Komm schon, wir müssen jetzt gehen. Deck, schließ dich dir an. Was habe ich denn eigentlich verdient, dass ich so einen hässlichen Sohn gekriegt habe? Ich meine... Ich hätte ja auch einen schönen Sohn kriegen können, oder? Ich. welche Festung meine ich? Die Festung im Norden? Welche Festung? Aber jetzt nicht die hier, oder? Wo warst du eigentlich die ganze Zeit, Vater? Ach, Kippen holen. Ich weiß nicht, ob ich davon erzählen soll. Ach, komm schon. Ich werde es schon verstehen.
Ich war bewusstlos und konnte euch nicht besuchen. Bitte was? Bewusstlos? Echt? So richtig so mit alle Lichter aus und so? Ja, genau so. Oh, wieso warst du denn bewusstlos? Da waren diese... Komm schon, wir müssen weiter. Ernsthaft? Das ist der Dialog? Ja, das kann ich dir nicht erzählen. Guck mal, da geht der Licht, da geht der Austausch. Das ist übrigens ein junger Stachelrücken. Ich sehe keine Stacheln, aber... Oder soll das Fellstacheln sein? Okay, gut. Ich brauche anscheinend keine bessere Waffe. Ich kann einfach alles totleben. Oh, guck mal, da liegt eine große Axt. Die nehmen wir mit. Ein Klopfer. Der braucht hundertprozentig 100.000 Stärke, um zu tragen. Das ist einfach mal eine legendäre Waffe. Also, weiß nicht, ob das legendär ist, aber es sieht so aus. Klopfer, 3 Slots, Einhandwaffe, 48 Stärke. Ein Klopfer auf dem Boden hat schon viele Probleme gelöst. Also, ich müsste mindestens... 5 Level machen, das Ding dran. Warum willst du mir denn nicht erzählen, was mit dir passiert ist? Alter, das Kind nervt jetzt ich schon. Ich möchte dich nicht beunruhigen. Echt? Ich bin der Sohn der vermutlich größten Draufgänger von Magalan und du willst mich nicht beunruhigen? Je weniger du weißt, umso weniger musst du dir Sorgen machen. Bitte? Also das Kind ist erstaunlich aufgeklärt, was das angeht mit den Draufgängern. Leichtes Schlossgang, das kriegen wir bestimmt hin. Aus welchem Teil war dieses Schlossknacksystem? Ey, noch eine Axt. Cool. Und noch ein kleiner Gründerstein und noch mehr Slot. Also ich brauche dringend eine Waffe mit in Gyroskope halten? Das ist noch gut? Oh, guck mal hier, Europaletten. Aber die sind keine Europaletten. Das sind normale Paletten, aber egal. Die sind bares Gold wert, die Dinger. Also die Europaletten jetzt. Wir sollten jemanden finden, wir sollten diese Paletten mitnehmen und teuer verkaufen. Guck mal, jetzt auch nochmal noch. Noch eine. Ich kann diese Axt nicht mitnehmen. Ich bin schwer enttäuscht. Ich glaube, ich hätte einmal hochklettern können, oder? Ach, Dex kann nicht fliegen? Das ist ja ein Elend. Okay, jetzt muss ich mal rauskriegen, wie ich... Ah ja, so. Mittlerer Alex-Trank, Alex-Seed, Geldkassette, noch ein... Ist das dein Ernst? Schrott, Geld... Und diesen wunderschönen Rucksack kann ich nicht mitschleppen! Also Dex kann natürlich fliegen. Ich werde später Mutter fragen, was mit dir passiert ist. Weißt du, vielleicht ist es besser, wenn ich dir davon erzähle. Ja? Pass auf. Wir werden angegriffen. Von den Morkons? Also nein, ich meine, es sind Fremde in die Länder der Menschen eingedrungen. Ja, Mutter erzählte mir schon davon. Aber die sind doch noch weit weg. Nicht weit genug. Ich wurde von ihnen überrannt. Was? Wirklich? Ja, und dabei haben sie mich, also... Ich war einige Tage nicht ansprechbar. Cool. Ernsthaft? Wenn du das sagst. Das ist der Dialog? Übrigens hier, das ist zu brutal, dir das zu zeigen. Hier liegt ein verdammtes Skelett. Einfach so mitten in der Pampa rum. Hm. Nö, ist egal. So ein Fried, komm jetzt mit. Also haben sie diesen Dialog auch absichtlich awkward geschrieben, ne? Aber bitte sag mir jetzt nicht, dass diese eine Hütte davon die benannte Bastion ist. Oh Mann, das ist anscheinend eine Siedlung, oder? Die Blockhütten sehen zumindest relativ stabil aus. Ich glaube, es ist da vorne wieder echt. Na gut, die Bastion können wir beim nächsten Mal. Oh Mann, ey. Na gut, das Spiel könnte doch noch Comedy Gold werden.